Wir haben schon mal was gemacht. Mit einem Eiswürfel. Weißt du es nicht? Mit einer Glasmurmel. Mit einem 50 Cent oder mit einem 10 Cent Stück. Und mit einem Stein. Steine sind doch fest. Und auf deiner Kamera, da wurde auch Stein benutzt. Experiment ist, da braucht man Sachen. Kann man zum Beispiel Wasser in eine Schüssel tun? Das möchte ich auch mal machen. Dann nimmt man ein Farbmittel. Man kann auch Boote bauen. Da kann man nicht runterfallen. Nur runterrutschen. Du willst deinen Forschergeist entdecken? Werde Erzieher. Dein PME Familienservice. Die Schaumanns, eine Familie, erlebt die Medienwelt. Papa Toni, Mama Doris, Mirko, Tim, Anna und Kater Max. Heute Mirko allein im Netz. Eigentlich wollte Mirko für Erdkunde checken, welche Flüsse in die Nordsee fließen. Aber es gibt so unendlich viel im Netz zu entdecken. Zu viel? Gut, dass Mutter Doris in der Nähe ist. Kinder wachsen heute wie selbstverständlich mit dem Internet auf. Dennoch benötigen sie die Unterstützung ihrer Eltern. Beachten Sie daher ein paar einfache Regeln. Begleiten Sie Ihr Kind beim Surfen. Jüngere Kinder sollten noch nicht allein ins Internet gehen. Und bei älteren Kindern bleiben Sie auch hier in Rufweite und interessieren Sie sich für die Aktivitäten Ihres Kindes. So können Sie mögliche Probleme sofort besprechen. Schützen Sie Ihr Kind zusätzlich mit technischen Hilfen. Aktivieren Sie Sicherheitseinstellungen und erstellen Sie einen eigenen Account für Ihr Kind. Richten Sie Ihrem Kind geschützte Surfräume ein, indem Sie den Kinderserver installieren und gemeinsam eine sichere Startseite wie www.meinestartseite.de einstellen. Für Surfer ab etwa 12 Jahren eignen sich Jugendschutzfilter. Eine Anleitung, wie Sie diese Einstellungen vornehmen, finden Sie auf der Schauhin-Website im Bereich Internet. Aber diese technischen Maßnahmen können die Begleitung durch die Eltern nicht ersetzen. Zeigen Sie Ihrem Kind deshalb sichere Kinderseiten und klären Sie es über Gefahren im Internet auf. Verabreden Sie mit Ihrem Kind außerdem, dass es zu Ihnen kommt, wenn es sich im Internet bedrängt fühlt oder wenn es ein ungutes Gefühl hat. Viele weitere Tipps finden Sie auf der Schauhin-Website unter www.schauhin.info. Nach der langen Sommerpause startete Anfang September mit einer Gruppe von Kinderschuhplattlern das Kulturprogramm des Seniorenzentrums Frankviertel in ein neues Veranstaltungsjahr. Während der heißen Tage im Juli und August gab es ja zuletzt keine Aktivitäten. Umso freudiger wurde der Auftritt der jungen Burschen aus der Gemeinde Altenberg bei Linz erwartet. Die Pflegedienstleiterin Martha Schiffmann begrüßte die anwesenden Senioren. Sie nutzte die Veranstaltung auch, um die neue Seelsorgerin vorzustellen. Ihr Name ist Birgit Schopf. Sie folgt Hertha Graf, die nach vielen Dienstjahren ihre Pension angetreten hat. Und dann bat Frau Schiffmann die Kinder mit den beiden Harmonikaspielern auf die Bühne. Als ersten Plattler führten die Kinder die Linzer Burm auf. Die Kinderschuhplattler kommen aus Oberbayring in der Gemeinde Altenberg bei Linz. Die Gruppe besteht aus 19 Burschen im Alter zwischen 7 und 15 Jahren.
In ihrer Gemeinde wird die Tradition des Schuhplattelns hochgehalten, denn dieses schöne Brauchtum wird in Altenberg von zwei weiteren Gruppen gepflegt. Sechs Burschen von der Kinderschuhplattlergruppe waren im Seniorenzentrum erstmalig bei einem öffentlichen Auftritt mit dabei. Und weil sie ihre Sache so besonders gut gemacht haben, bekamen sie vom Publikum auch einen extra Applaus. Das Schuhplatteln soll sich aus dem Balztanz des Auerhahns und rund um das Werben junger Burschen um ihre Mädels entwickelt haben. Dass das Schuhplatteln eine anstrengende Sache ist, das konnten die Senioren beobachten. Nach den ersten vier Tänzen gab es dann für die Burschen auch eine Verschnaufpause. Frau Schiffmann und Frau Schopf lasen in der Pause Mundartgedichte vor. Zwischendrin sangen alle zusammen alte Heimatlieder aus Oberösterreich. Der Nachmittag mit den Kinderschuhplattlern war ein richtiges Highlight. Mit ihren 8 Tänzen machten die Burschen den Senioren eine große Freude.
Die Senioren waren wirklich angetan. Immer wieder waren Begeisterungsrufe der Frauen und Männer zu hören. Und zum Schluss gab es natürlich einen kräftigen Applaus. Sono Alex Marzo, campione olimpico di pascoli del mio fratello. Quando non mi alleno, al pomeriggio ho bisogno di farmi il mio fratello in mezzo alle montagne. Vivo qui in Alto Adige, mi prendo cura del mio Alto Adige, mi prendo cura del mio pisello in mezzo alle montagne. E tra i pascoli ho bisogno di fare una pausa con mio fratello, mangio il mio pisello. Lo scelgo non solo perché è fresco, ma perché è fatto con il mio pisello fresco. E io di pisello ne capisco. E anche di montagne, di cioccolato. Kiwi. Cioccò fresco e latelato per una freschezza che rigenera. Freschezza che rigezza che rigezzera. Kiwi, la fresca, la pausa è fresca. Guarda, arriva. E ce l'ha l'ovetto? Sì, ce l'ha. Vediamo l'effetto che fa. Non vedo cos'è. È una Winx. Scopri la magia delle Winx Believix. Le trovi in Kinder Sorpresa. Die Fettleibigkeitsepidemie. Erklärt in 3 Minuten. Etwa 1,9 Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig, davon 800.000 sogar fettleibig. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil übergewichtiger Kinder um 50% angestiegen. Woran das wohl liegt? Schauen wir uns doch mal an, was auf dem Teller landet. 6- bis 11-jährige Kinder essen mehr als doppelt so viele Süßwaren, aber nur halb so viel Obst und Gemüse, wie empfohlen wird. Kein Wunder, wenn man sich die Werbeausgaben der Lebensmittelwirtschaft ansieht. Für Süßigkeiten sind es mehr als 700 Millionen Euro im Jahr. Das ist mehr als 35 Mal so viel wie für Obst und Gemüse. Das Geld ist aus Sicht der Hersteller gut investiert, denn Süßwaren bringen die dicksten Gewinne. Vom Übergewicht unserer Kinder profitiert also alleine die Lebensmittelwirtschaft. Die Rechnung zahlen die Kinder und wir als Gesellschaft. Allein im Gesundheitswesen entstehen durch Fettleibigkeit Kosten von mehr als 20 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Solche Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen, ist angeblich Ziel des sogenannten Präventionsgesetzes, über das schon bald im Bundestag abgestimmt wird. Ärzte bis hoch zur Weltgesundheitsorganisation haben Empfehlungen zur Bekämpfung von Übergewicht und Fettleibigkeit entwickelt. Dazu gehören Beschränkungen für ein kindergerichtetes Marketing. Steuern auf ungesunde Lebensmittel, gezielte Subvention gesunder Lebensmittel, verbindliche Standards für Schulessen, Programme zur Reduktion von Zucker oder Salz in Lebensmitteln, verbraucherfreundliche Labels in Ampelfarben, Ernährungsbildung und Bewegungsförderung. Die Lebensmittelindustrie hält von diesen Vorschlägen nicht viel. Von Ernährungsbildung und Bewegungsförderung mal abgesehen. Warum? Ganz einfach. Weil ihr das nicht in die Quere kommt, weiter so dicke Gewinne zu machen wie bisher. Und ganz nebenbei kann die Industrie so den schwarzen Peter voll und ganz den ach so faulen Kindern und den ach so willensschwachen Eltern zuschieben. Und was macht die Bundesregierung? Tja, im Grunde genau das, was die Lebensmittelindustrie sich wünscht. Dr. Margaret Chan, die Chefin der Weltgesundheitsorganisation, kritisiert genau solches Verhalten von Regierungen. Zitat: Kein einziger Staat hat es geschafft, die Fettleibigkeitsepidemie in allen Altersgruppen zu stoppen. Hier mangelt es nicht an individueller Willenskraft. Hier mangelt es am politischen Willen, sich mit einer großen Industrie anzulegen. Wir finden, die Politiker sollten sich Frau Dr. Chans Worte zu Herzen nehmen. Schreiben Sie jetzt an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag und fordern Sie ein wirksames Präventionsgesetz. Die Fettleibigkeitsepidemie muss gestoppt werden.